Oi, oi, oi. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind schon wieder zurück am Luganer See, weil es uns so gut gefallen hat und weil das Wetter einfach mitspielt gerade. Und jetzt geht's auf eine kleine Runde, weil wir heute erst angekommen sind. Übrigens hier der Beweis, dass wir neu hergefahren sind. Nico probiert nämlich heute ein anderes Fahrrad. Erklär warum. Also ich bin auf der Suche nach einem neuen Fahrrad und jetzt habe ich vom Radeleck in München ein Radl zur Verfügung gestellt bekommen. Werde es einfach mal probieren und muss mich zwischen zwei Fahrrädern entscheiden. Und ihr könnt ja dann kommentieren, welches es werden soll, und dann kann ich mich vielleicht leichter entscheiden. Genau, und das kauft er dann eben beim Radeleck in München, wie er schon gesagt hat, aber wir es ein bisschen aufbauen auch selber. Vielleicht nehmen wir euch dann auch mit, sicher ganz interessant für den einen oder anderen. Schreibt auf jeden Fall mal unten rein, ob euch das interessieren würde. Seht ihr das? Jetzt ist wieder nichts eingestellt. Unglaublich! Ach, ich mach nur den Sattel ein bisschen höher. Ja, sag ich ja. Umgezogen. Wer hat den Platz bezahlt? Hast du ihn schon bezahlt? Klar. Sehr gut. So, eine Verantwortung habe ich jetzt abgetreten. Jetzt navigiert Nico. Was sagt ihr zu seiner wunderschönen Handyhülle? Sieht man sie denn überhaupt? Oh, Pizzeria in 200 Metern. Oh nein. Naja, erst muss er noch ein bisschen was leisten. Mal schauen, was uns so hinverschlägt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hätten wir jetzt hier rechts fahren müssen, aber wir können auch so rumfahren. Kast. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe schwarz. Aber wir werden den Trail schon finden und später dann auch die Pizza. Da müssen wir noch ein bisschen treten. Da hat er, mehr oder weniger versehentlich, einen guten Aussichtspunkt gefunden. Da kommen auch schon wieder die Palmen. Das ist echt geil, das ist einfach so anders. Und gleich südlich. Auch wenn es heute nicht ganz so warm ist wie letztes Mal. Genau, aber heute sind wir ein bisschen schneller, weil ich jetzt die Navigation übernommen habe, da ich am Abend auch wieder was zum Essen bekomme. Ja, engstellige Meister. Also zum einen finde ich, schaut die Kirche hier richtig cool aus und zum anderen seht ihr, welche Regenwolke uns da gerade verfolgt. Seht ihr das? Der Schneeregen hat uns erreicht. Und zwar wirklich nicht Regen, sondern Schneeregen. Und daneben blühen die Bäumchen. Krass. Aber es geht, so kalt ist es gar nicht. Aber da geht noch mehr. Also wenn man es vorher nicht gesehen hat, spätestens jetzt sollte man es erkennen können, denke ich. Schaut mal und schaut mal den Boden an. So, blub, blub. Haha, nein. Vorsicht, Auto. Jo. Hey, krass, die Flocke einfach. Krass. So, da, hier waren wir mal bei Sonnenschein vor 2 Wochen gesessen. Und jetzt bei Schneefall. Könnt ihr mal da drüben gucken, wie weiß dieser Berg schon ist. Ja, ist echt krass. Ich meine, im Prinzip gleicher Platz, andere Bikes und komplett anderes Wetter. Vor 2 Wochen war es mehr Sommer als jetzt. Waren wir hier gesessen. Gemütlich, falls ihr euch noch erinnert. Wenn nicht, dann kramt mal in den Videos. Ich mache eine eigene Playlist für Lugano. Da könnt ihr mal nachschauen. Schaut mal, wie krass. Hier oben schneit es jetzt so richtig, unten hat es eher gekraufelt. Ja, wie er gerade gesagt hat, jetzt ist es schon ordentlich frisch. Und muss man mal die Jacke anziehen langsam auch. Der Schnee bleibt sogar so ein bisschen liegen. Jacke? Jacke? Welche Jacke? Ja, da bin ich ein bisschen mimimimimim. Heute gibt es keine gemütliche Gipfeljausen. Jetzt schauen wir, dass wir wieder runterkommen. Aber ihr kriegt noch einen kurzen Schneeschwenk. Schaut mal da hinten. Das war alles schon schneefrei. Das ist wirklich krass, was es da jetzt schon wieder runtergelassen hat. Boah, hopp, hopp, es ist hopp, kalt, hopp. Ja, ich weiß. Und damit ging es dann auch tatsächlich in den Trail für uns
oben war es wirklich unglaublich kalt, weil fürs Umziehen ein, zwei Fotos machen, die Kameras positionieren. Also bis wir das alles geschafft hatten, sind meine Hände schon schier abgestorben. Und dadurch, dass es am Platz eben noch so warm und sonnig war, hatte ich eigentlich eher Frühlingsoutfits dabei. Also natürlich nur dünne Handschuhe, kurze Hose, keine Knielinge, kein Nix. Aber gut, überlebt haben wir es, was soll's. Und witzig war es auch, im Nachhinein zumindest. Währenddessen war es ganz schön rutschig und man musste gut aufpassen, weil dieser obere Bereich, das sind nur ein paar Höhenmeter, also vielleicht so 150, der ist aber trotzdem ganz schön schwer. Danach wird es dann richtig flowig und schnell. Aber hier oben, auch wenn es keinen Schnee hat, das kann man sich im E-Bike-Video eben von uns anschauen, ist es gar nicht so einfach. Okay, genau, hier ist ein kurzer Teerbereich. Hab nichts gesagt. Nein, hier wird es wieder schwieriger. Also da sind schon einige Stufen drin, auch ein paar Spitzkehren. Da muss man schon gut aufpassen und eben mit dem Schnee, und so dass man nicht sieht, was drunter liegt. Also war es wirklich so richtig zum Aufpassen. Das Witzige ist, da sind so viele lose Steine, dass es sogar richtig klappert durch den Schnee durch. Also echt verrückt. Aber sobald dieser Teil vorbei ist, wird es dann richtig flowig. Dann kommt so ein gebauter Trail, schon fast wie im Bikepark. Und dann werden wir auch ordentlich schnell. Zumindest für meine Verhältnisse habe ich da ganz schön kämpfen müssen, dass mich der Nico nicht komplett anschiebt. Ein bisschen angeschoben hat er mich dann eh. Die Tour haben wir übrigens mit doppelter Länge mit dem E-Bike gemacht. Den Link findet ihr auch bei den Videos aus Lugano. Da ist dann auch die Tour auf Komoot. Und den Link zu dieser Tour, der hat ungefähr 830 Höhenmeter und ca. 40 Kilometer. Das war super für den Anreisetag oder eben wenn es auch mal nicht so gutes Wetter hat, wenn man eben nicht ganz so lang fahren will. Den tue ich euch natürlich wieder in die Infobox, falls den jemand nachvollziehen möchte. Da auf dem Berg gibt es aber noch zwei, drei andere Bike-Routen. Also es ist auch im Großen und Ganzen ziemlich gut ausgeschildert. Nur dieser Extra-Trail oben, der ist nirgendwo ausgeschildert. Wer den fahren will, der sollte sich den Link vielleicht ganz genau anschauen.
Und hier eben diese offizielle Bike-Strecke, die ist wirklich ziemlich schnell. Man könnte die natürlich auch langsamer fahren. Also falls man irgendwie mit der Family unterwegs sein sollte, dann wäre das vielleicht auch eine Idee, weil im Großen und Ganzen ist der weder absturzgefährlich, noch hat er irgendwelche ganz miesen Stellen, wo man unbedingt schieben müsste. Also ich denke, da kommt fast jeder runter, vielleicht nicht jeder mit der gleichen Geschwindigkeit, aber das ist sicher ein Weg, der Spaß macht, wenn man gut fahren kann, weil dann kann man es einfach laufen lassen, der aber auch Spaß machen kann, wenn man noch nicht so lange fährt. Also da sollte für jeden gut fahrbar sein und Spaß machen. Man denkt ja immer, dass man ganz alleine unterwegs wäre bei so einem Sauwetter. Getroffen haben wir auch tatsächlich nur zwei Wanderer, aber wenn man seine Trail-Lesespuren, also seine Trail-Lesefähigkeit rausgelassen hat, dann konnte man noch einige Spuren erkennen, die ganz neu waren. Und von dem her waren wir an dem Tag wohl sicher nicht die einzigsten Biker, die sich rausgetraut haben. Es war aber ja auch echt verrückt, weil am See war es mega schön und sobald man so ein bisschen hinterkam in die Berge, wurde es dann immer schlechter. Da umdrehen aber keine Lösung ist, sind wir natürlich rauf und das werden die anderen wahrscheinlich auch so ähnlich gehandhabt haben. Und ja, Spaß gemacht hat es natürlich trotzdem. Da lohnt sich das Durchbeißen allemal. Wie handhabt ihr das denn so, wenn ihr schon im Bikeurlaub seid? Fahrt ihr dann auch trotz schlechtem Wetter oder wird dann mal ein Tag Pause eingelegt? Schreibt es gerne in die Kommentare, da bin ich doch sehr neugierig. Kommt Schnee ins Lauf! Der Trail war echt absolut perfekt für die Verhältnisse, die wir hatten, weil die Hände wurden dann schon ordentlich kalt und dann hat man nicht mehr ganz so viel Gefühl, finde ich. Und wenn es dann zu schwer ist und man dauernd Hinterrad versetzen muss, dann wird es echt mühsam. Und so konnte man es einfach doch ordentlich runterlaufen lassen. Und dadurch, dass es sehr steinig ist und gar nicht so viele Wurzeln oder ähnliches drin sind, muss man auch nicht so aufpassen. Weil ich finde, wenn es nicht gerade Gardasee-Marmorsteine sind, dann ist Stein schon immer super, auch wenn er nass ist, recht griffig. Und ja, so konnten wir doch ordentlich runterglühen. Vielleicht sogar in manchen Kurven etwas besser, als wenn es zu trocken ist, weil da muss man ja auch schon wieder aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass es da eben so ein paar Mal durch Häuschen und Dörfchen durchgeht. Das ist ein cooles Gefühl, weil mitten am Trail ist man sowas ja sonst eher nicht gewohnt.
Nein. Vor lauter Hunger hätten wir euch jetzt fast vergessen. Diesmal gibt es sogar 3 Pizzen, damit wir auch ja genug haben. Oh, hast du eine geklaut, ein Stück? Mhm. Genau. Ich wieder. Ich habe hier eins geklaut. Ja, damit hoffen wir, es hat euch gefallen. Morgen geht's wieder weiter. Bleibt dran. Hoffentlich morgen etwas wärmer. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.